Guten Morgen, Leute. New Day, New Town. Wir wünschen euch erstmal ein frohes neues Jahr. Wir hoffen, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Und Katharina, wo sind wir gerade? Magdeburg. Wo ist das? In Sachsen-Anhalt. Was würde ich nur ohne sie tun? Genau, und was machen wir hier eigentlich? Was machen wir hier wieder? Wir laufen heute Abend eine Show. Magdeburg und Eis heißt das. Die haben hier, glaube ich, so ein Zwei-Tages-Fest mit Eiskulpturen und wollen Magdeburg in ein Wintermärchen verwandeln. Und dazu gehört natürlich auch Eislaufen. Genau. Jetzt fahren wir zur Probe. Danach müssen wir euch unser neues Teammitglied vorstellen, aber dafür noch ein bisschen Geduld. Bis gleich. Mhm. Ja, 70 Sit-Ups, Handbremse wäre gut, wenn Frauen fahren, ne? Sie erzählt gerade über ihre, wie heißt das? Ich mache eine Apps-Challenge. Apps-Challenge, ja, okay. Ich habe ein Vorherbild gemacht und mache 30 Tage immer mehr Sit-Ups und Leg-Raises und Crunches und Plank. Alles immer mehr und mehr und mehr, bis am Ende irgendwie über 200 Crunches rauskommen, bla bla bla. Und dann gucke ich, ob sich was an meinen Bauchmuskeln getan hat. Cool. So. Da ist die Eisbahn. Den und abgewürgt. Schön abgewürgt. Okay. Ich war ein bisschen nervös. Ich weiß nicht, wie ich die Fahrprüfung bestanden habe. So, wir sehen uns gleich in der Eishalle. Wo wir doch jetzt schon mal die Zeit haben. Katharina, was hast du bis jetzt so im neuen Jahr gemacht? Oder was hast du dir vorgenommen fürs neue Jahr? Das ist wie ein Sonnenschein. Finde ich gut. Gut siegt. Ja, das passt. Ja. Gut drauf sein. Das Leben genießen. And be happy. Eine Sekunde noch, wir machen noch einmal den Wurf ohne Musik und dann Musik ab. Ein Applaus. Probe geht los. Let's go. Thank you.
Probe? Gut. Probe? Richtig geil! Jawohl! Mittagessen und dann müssen wir nochmal zurückschminken. Probe ist fertig. Ja, es war wie immer. Genau, Zeitplan. Okay, was machen wir? Nein, okay. Wir gehen jetzt auf jeden Fall zurück ins Hotel und dann stellen wir euch unser neues Teammitglied vor. Dann gehen wir essen und dann beginnt auch schon die Show. Das ist unser neues Teammitglied. Er heißt Lino. Das ist unser Baby. Der ist jetzt auch die ganze Zeit mit on Tour. Also wir sind auf jeden Fall gerade auf dem Weg zum Vapiano. Was ist das da überhaupt, Katharina? Das sieht ein bisschen aus wie die Gebäude in Barcelona von Gandhi. Und meine Frise ist schöner als Katis. Nimmt der Pizza oder Pasta? Pizza oder Pasta? Pasta hat er gut. Dankeschön. Vapiano war lecker. Zeit für Katharina, sich fertig zu machen. Und ich kann noch eine Runde schlafen. Und wir sind zurück an der Eiswand. Und hier werden noch die letzten Vorbereitungen getroffen. Das muss alles bis aufs Detail sitzen. Schaut euch diese Ohrringe an. Katharina, nicht wackeln, ne? Ich glaube, das ist schief. Ich glaube, du kannst chill. Nicht rausgehen. Gar nicht. Nee. Outfit steht, Tattoo ist am Start. Und Katharina, willst du noch was vor deinem Auftritt sagen? Was sind so die letzten Minuten vor deinem Auftritt? Wie fühlst du dich? Ich freue mich schon. Vor allem, weil wir zu Roxanne laufen. Was ist das, dieses Roxanne? Das ist dieses Tango de Roxane. Der singt über Roxane, glaube ich. Genau. Dann gehen wir in die Mitte, machen den Überschlag. Wir sehen, Mädels haben immer den Plan. Die Jungs nicht. Die müssen das für uns machen. Was ist fertig? Ja. Du machen. Ja, er muss. Klemmt. Scheiße. Ich zieh Bauch ein. Jetzt? Let's go. Ehemalige deutsche Meisterin. Schützen Ilona und Thomas Brandt, Tangoverein Magdeburg. Kann man schon mal richtig klatschen hier.
wir haben es irgendwie gemeistert. Okay, Leute, was war das bitte? Es war eine sehr einzigartige Show, die wir noch nie erlebt haben. Nicht nur wegen der Pyrotechnik, was eigentlich echt cool war. Es gab 3 Stromausfälle. Irgendwie haben wir das mit der Fünfergruppe gemeistert zu machen. Ja, also wir haben trotz alledem gut entertained und ich hoffe oder ich denke, dass das den Zuschauern trotzdem gefallen hat. Aber man muss festhalten, genau. Es war eine Erfahrung. Es war auf jeden Fall eine Erfahrung und wir hatten selbstverständlich Spaß. Und jetzt geht's ab nach Hause. Also, das ist das Ende unseres Vlogs. Wir sehen uns im nächsten. Bis dann. Tschüss.